Guten Abend. Willkommen zu unserem Webinar über rheumatoide Arthritis erkennen und behandeln. Heute geht es um die rheumatoide Arthritis, das heißt das klassische Gelenkrheuma. Es geht darum, wann könnte es jemand das haben und wie muss das dann behandelt werden. Also Gelenkbeschwerden können verschiedenste Ursachen haben. Möglich ist eine Überlastung, zum Beispiel ein Bruch, also eine Fraktur, ein Bandschaden, am Knie ein Meniskusschaden oder auch immer ein Knorpelschaden, besonders beim älteren Menschen oder zum Beispiel nach einem Sportunfall. Sehnenscheidenentzündungen oder sogenannte Enthesitiden, das sind Sehnenansatzentzündungen, zum Beispiel hier am Ellenbogen, sind ebenfalls häufige Überlastungsreaktionen. Rheumatisch-entzündliche Erkrankungen können Ursachen sein, auch die sogenannte Verschleißerkrankung des älteren Menschen, die Arthrose. Dann könnte es ein Gichtanfall sein, selten auch eine Gelenkinfektion oder eine virale Gelenkentzündung. Manchmal auch reaktive Gelenkentzündungen, die im Anschluss an eine Infektion auftreten. Oder relativ häufig ist es auch so, dass Gelenkbeschwerden Ausdruck einer psychischen Erkrankung sind und die Patienten dann eine sogenannte somatoforme Störung. Anamnese heißt immer Krankengeschichte. Man erhebt die Krankengeschichte des Patienten und fragt, wann haben denn die Beschwerden angefangen? Sind nur kleine Gelenke an den Fingern oder an den Zehen betroffen oder sind auch große Gelenke wie Schultern, Ellenbogen oder Handgelenke betroffen oder zum Beispiel die Knie? Sind die Fingerendgelenke betroffen? Das ist eine wichtige Frage, weil bei der rheumatoiden Arthritis die Fingerendgelenke klassischerweise nicht betroffen sind, bei der Fingerpolyarthrose, also der Verschleißerkrankung der Fingergelenke, aber doch. Haben Sie einen symmetrischen Befall, also sind zum Beispiel beide Hände betroffen? Ist die Morgensteifigkeit, vor allem in den Händen, länger als 30 Minuten? Haben Sie einen Kraftverlust in den Händen? Und sind vielleicht noch andere Symptome wie Fieber, Nachtschweiß oder Gewichtsverlust vorhanden? Dann kann man noch ein bisschen auf die verschiedenen Erkrankungen eingehen, die mit Gelenkbeschwerden zusammenhängen können. Zum Beispiel könnten die Patienten ein Renault-Syndrom haben. Das würde auf eine Kollagenose, also eine Erkrankung der Organe, so eine Art Organrheuma hindeuten. Ein Renault-Syndrom bedeutet das ganz starke Abblassen oder Blauwerden der Finger, vor allem bei Kälte oder auch bei Stress. Möglicherweise haben sie eine Thrombose oder eine Fehlgeburt erlitten. Auch das kann hinweisen auf Organrheuma. Ein Sicker-Syndrom, das heißt ein Trockenheitssyndrom, vor allem der Augen oder auch im Mund, kann ebenfalls auf Organrheuma hinweisen. Die Frage nach Schuppenflechte ist wichtig, weil die Schuppenflechtenarthritis eine eigene Form des Rheumas ist, die auch besonders behandelt wird. Morgendliche Schmerzen im unteren Rücken können ebenfalls zu demselben Formenkreis gehören und können auf einen sogenannten Morbus Bechterew hinweisen. Blutige Durchfälle oder ein bekannter Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa sind ebenfalls eine wichtige Frage, weil auch im Zusammenhang mit diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen können Gelenkbeschwerden auftreten. Ebenso eine Uveitis, das ist eine Regenbogenhautentzündung am Auge, hängt mit dem Formenkreis der Spondyloarthritiden, also dem Morbus Bechterew und auch mit dem Morbus Crohn zusammen. Wurde Gewicht zu- oder abgenommen, vor allem ein Gewichtsverlust, kann hinweisen auf eine schwere Organerkrankung. Und gab es kürzlich einen Alkoholexzess, ist eine wichtige Frage, weil das einen Gichtanfall befördern könnte. Die Ärztin oder der Arzt wird Sie untersuchen. Dabei ist wichtig festzustellen, ob die Gelenke nur schmerzhaft sind oder ob sie auch tatsächlich teigig geschwollen sind. Ich zeige Ihnen da gleich ein paar Bilder als Beispiele. Wichtig ist auch zu schauen, sind die Gelenke gerötet oder überwärmt. Das wäre für die rheumatoide Arthritis nicht sehr typisch, sondern eher für eine Infektion oder einen Gichtanfall. Wie ist das Befallsmuster? Das hatte ich schon erwähnt. Symmetrischer Befall der kleinen Gelenke mit Ausnahme der Fingerendgelenke ist typisch für die rheumatoide Arthritis. Für die Schuppenflechtenarthritis, die ich eben erwähnt habe, wäre eher ein sogenannter Befall im Schral, also zum Beispiel Handgelenk, Zeigefingergrundgelenk, Zeigefingermittelgelenk, Zeigefingerendgelenk typisch. Liegt ein Kniegelenkserguss vor, der eventuell punktiert werden könnte? Besteht Hautausschlag, zum Beispiel auch Schuppenflechte? Vielleicht sind auch Rheumaknoten vorhanden, die auf eine rheumatoide Arthritis hinweisen würden? Oder Gichttophie, das sind Harnsäureablagerungen unter der Haut, die auf eine Gicht hinweisen würden. Dann wird die Gelenkfunktion überprüft. Kann ich die Hand zum Beispiel noch schließen? Kann ich den Ellenbogen noch strecken? Das sind Dinge, die überprüft werden.
Welche Blutwerte sind wichtig? Es ist sinnvoll, Leber- und Nierenwerte abzunehmen, einfach um sich ein Bild zu machen über den Patienten, welche Medikamente könnte er vertragen, welche anderen Probleme hat er vielleicht noch. Entzündungswerte sind sinnvoll, weil die meisten rheumatischen Erkrankungen mit einer Erhöhung der Entzündungswerte einhergehen. Es gibt spezielle Antikörper für Gelenkrheuma, das sind vor allem die CCP-Antikörper und der Rheumafaktor. Diese sollten bestimmt werden. Wenn der CCP-Antikörper positiv ist und Gelenkbeschwerden bestehen, ist eine rheumatoide Arthritis ausgesprochen wahrscheinlich. Es ist aber umgekehrt durchaus so, dass auch ohne diese Antikörper, also auch ohne den sogenannten Rheumafaktor, eine rheumatoide Arthritis vorliegen kann. Das heißt, wenn man sagt, naja, im Blut habe ich es nicht gefunden, also kann es kein Rheuma sein, ist das nicht ganz richtig. Es werden noch andere Rheuma-Antikörper bestimmt, die sogenannten antinukleären Antikörper und extrahierbare nukleäre Antikörper, als mögliche Hinweise auf Organrheuma oder Kollagenose. Als mögliche Hinweise auf ein Rheuma der kleinen Blutgefäße kann man noch sogenannte Ankers bestimmen, das muss aber nicht unbedingt gemacht werden. Vor einer immunsuppressiven Therapie ist es sinnvoll zu überprüfen, ob der Patient vielleicht mal Hepatitis B hatte oder noch hat. Und bei manchen Rheumamedikamenten muss man schauen, ob schon mal Kontakt zu Tuberkulose bestand. Die rheumatoide Arthritis wird im Weiteren jetzt erklärt. Die rheumatoide Arthritis ist eine Erkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen die Gelenke und auch andere Organe im Körper richtet. Es ist eine sogenannte chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung. Sie führt zu Gelenkzerstörung und Funktionsverlust der Gelenke, zu Gelenkschmerzen und schlechter Leistungsfähigkeit. Häufig sind die Handgelenke und die Fingergelenke betroffen, wobei vor allem die Fingergrundgelenke und Fingermittelgelenke betroffen sind. Die Fingerendgelenke sind nicht betroffen. Gelegentlich können aber auch große Gelenke, wie zum Beispiel die Schultern, betroffen sein. Das ist vor allem beim älteren Menschen so, kann aber auch in jedem Alter auftreten. Es können innere Organe betroffen werden, allen voran die Lunge, aber möglicherweise auch das Herz oder ganz andere Organe, zum Beispiel auch die Haut. Ein hohes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall besteht durch die chronische Entzündung. Das Risiko ist ähnlich hoch wie bei einem Patienten mit Diabetes, sollte also schon ernst genommen werden. Je besser die Entzündung behandelt ist, desto geringer ist allerdings auch das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Die rheumatoide Arthritis ist gar nicht so selten, bis zu 1% der erwachsenen Bevölkerung leidet daran. Davon sind 70% Frauen. Es kann in jedem Alter vorkommen, auch Kinder können bereits Gelenkrheuma entwickeln. Häufig ist allerdings bei Frauen zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr. Es gibt ein gewisses genetisches Risiko, es ist aber keine klassische Erbkrankheit. Raucher erkranken häufiger und schwerer. Mit dem Essen oder dem Klima, was die Patienten häufig wissen möchten, besteht wahrscheinlich kein Zusammenhang. Jetzt kann man hier auf dem Bild sehen, dass hier dieses Fingermittelgelenk verglichen mit diesem schlanken Gelenk ist es hier an der Seite und auch auf der anderen Seite aufgetrieben. Und wenn man das jetzt tastet, tastet man eine teigige, prallelastische Schwellung. Auch das Zeigefingermittelgelenk ist geschwollen. Auf diesem Bild sieht man hier, dass über den Handgelenken die Strecksehnenfächer sind das in dem Fall. Die sind so stark entzündet, dass sich Flüssigkeit darin sammelt. Das nennt man eine exudative Tendinitis, also eine flüssigkeitsausschwitzende Sehnenscheidenentzündung. Das ist auch ein typischer Befund für eine rheumatoide Arthritis. Das ist ein Patient, der schon länger seine rheumatoide Arthritis hat. Hier sieht man, wie die Sehnen so hervorstechen. Das liegt daran, dass die Muskeln zwischen den Sehnen sich zurückgebildet haben, weil die Hände weniger benutzt werden. Dann sieht man hier eine chronische Schwellung der Fingergrundgelenke und man ahnt, dass die Finger ein bisschen zur Seite abweichen und der hier lässt sich auch nicht mehr ganz strecken. Das wäre jetzt ein typisches Bild einer langjährigen rheumatoiden Arthritis. So sieht das nicht gleich am Anfang aus. Das wären jetzt die berühmten Rheumaknoten. Die sind unter der Haut deutlich zu tasten und häufig am Ellenbogen oder auch an anderen Streckseiten von Gelenken. Bildgebung ist sinnvoll. Es gibt einmal das konventionelle Röntgen. Im konventionellen Röntgen werden vor allem die Hände und die Vorfüße geröntgt und es kann auch zur Verlaufsbeurteilung benutzt werden. Ähnlich wie zum Beispiel der Langzeitzuckerwert kann man überprüfen, wenn ich beispielsweise vor 2 Jahren geröntgt habe und jetzt mache ich ein neues Röntgenbild, kann ich schauen, sind in diesen 2 Jahren neue
Störungen am Knochen, neue sogenannte Erosionen, Löcher im Knochen hinzugekommen? Wenn ja, dann war meine Therapie in den vergangenen 2 Jahren nicht ausreichend. Wenn nicht, war die Therapie ausreichend, um den Knochen zu schützen. Das Röntgen ist auch sinnvoll zur Diagnose, weil typische Erosionen die Diagnose unterstützen. Man kann außerdem im Röntgen noch Arthrose sehen, die sich ja häufig zusätzlich zur rheumatoiden Arthritis entwickelt und dann gesondert behandelt werden muss. Im Ultraschall, also in der Sonografie oder in der MRT, kann man hingegen auch Gelenkergüsse nachweisen, die dem Röntgen nicht so zugänglich sind. Man kann die Gelenksentzündung nachweisen, die sogenannte Synovialitis. Man kann die Mehrdurchblutung des entzündeten Gelenks nachweisen. Und man kann auch die Bänder und den Knorpel darstellen und zum Beispiel im Knie einen Meniskusschaden oder einen Bandschaden sichern. Hier ist ein typisches Röntgenbild eines Fußes bei rheumatoider Arthritis. Sie sehen hier beispielhaft ein Gelenk, das relativ unbeeinträchtigt ist. Das ist hier der Gelenkspalt, wo der Knorpel ist. Der ist in dem Röntgenbild nicht zu sehen. Und die Knochen haben eine glatte Oberfläche. Hier hingegen ist es jetzt so, dass auf dieser Seite und auch auf dieser Seite der Knochen wie angefressen ist und der Gelenkspalt hier nahezu nicht mehr zu sehen ist, weil der Knorpel aufgebraucht ist. Der Knorpel ist aufgebraucht, die Knochen liegen aufeinander und außerdem sind sie an den Seiten angefressen mit diesen typischen sogenannten Erosionen. Hier ist auch eine typische Erosion zu sehen. Welche Therapieprinzipien sind wichtig? Wichtig ist, die rheumatoide Arthritis sollte binnen der ersten 3 Monate nach Beschwerdebeginn behandelt werden. Je früher die Entzündung unterbrochen wird, umso längerfristig ist der Therapieerfolg. Es ist heutzutage bei den allermeisten Patienten möglich, die Patienten so gut zu therapieren, dass sie im Alltag nicht eingeschränkt sind, sondern ganz normal ihrem Beruf und ihrem Leben nachgehen können. Man sagt, man soll, die Therapie folgt dem Leitspruch Hit Hard and Early. Das heißt, was man nicht unbedingt machen soll, ist erstmal schauen, naja, wir versuchen es mal mit einer sanften Therapie und dann machen wir mal 3 bis 6 Monate rum und dann sind wir uns nicht so sicher. Dann versuchen wir es nochmal mit einer etwas anderen Therapie und steigern uns langsam rein. Und während wir da rumprobieren, chronifiziert sich die Entzündung und lässt sich immer schwerer behandeln, sondern was man im Gegenteil machen soll, ist gleich mit einer sehr wirksamen Therapie starten, die Entzündung auf jeden Fall gut behandeln und wenn man dann das Gefühl hat, die Therapie ist vielleicht zu viel, dann kann man versuchen, die Therapie langsam wieder zu reduzieren und dann die richtige Schwelle für den Patienten zu finden. Vor Beginn der Therapie müssen die Leber- und die Nierenfunktion überprüft werden, um zu schauen, ob die Medikamente vertragen werden. Und chronische Infektionen, vor allem mit Hepatitis B und Tuberkulose, müssen ausgeschlossen werden. Auch während der Therapie müssen regelmäßig die Leber- und Nierenwerte und das sogenannte Blutbild kontrolliert werden. Die klassischen Basistherapeutika bei der rheumatoiden Arthritis nenne ich jetzt. Das wichtigste Medikament auch heutzutage noch ist das Methotrexat. Das wird MTX abgekürzt. Das ist eine Art Chemotherapeutikum, das in sehr niedriger Dosis gegeben wird und dann meistens gut verträglich ist. Das Präparat wird immer nur einmal in der Woche gegeben, entweder als Tablette oder als Spritze. Die Spritze ist tendenziell etwas besser verträglich und wirksamer. Aber wenn man auf gar keinen Fall eine Spritze möchte, ist auch eine Tablette denkbar. Das Präparat braucht 6 bis 12 Wochen, bis es seine volle Wirkung erreicht. Das heißt, so lange muss man möglicherweise mit Cortison überbrücken und dann wirkt hoffentlich das Methotrexat und schützt den Knochen und behandelt die Entzündung. Beim Methotrexat ist es so, dass einige Patienten gastrointestinale Nebenwirkungen erleben. Das heißt, denen wird schlecht oder sie bekommen Durchfälle. Dann können sie das Präparat leider nicht nehmen. Als Alternativen stehen zur Verfügung das sogenannte Leflunomid. Das wäre eine Tablette, die man täglich einnimmt. Oder auch Sulfasalazin und Quensyl, was ebenfalls Tabletten sind. Es sind auch Kombinationen dieser Therapie möglich. Beispielsweise ist die Kombination aus Methotrexat, Sulfasalazin und Quensyl, hat sogar einen eigenen Namen. Das ist eine sogenannte Triple-Therapie. Das ist eine sehr wirksame Therapie. Zu Beginn der Therapie ist es meistens sinnvoll, Cortison einzusetzen, um die Entzündung schnell in den Griff zu bekommen. Im langfristigen Verlauf ist es ideal, wenn man es schafft, auf Cortison zu verzichten, weil Cortison kein gutes Nebenwirkungsprofil hat, sondern sich negativ auf die Haut, auf die Knochen, die Augen, die Psyche und den Stoffwechsel auswirkt.
Die Basistherapie braucht, wie gesagt, 6 bis 12 Wochen, bis sie wirkt, und der Therapieerfolg sollte dann ungefähr alle 3 Monate kontrolliert werden. Bei Versagen dieser sogenannten konventionellen Basistherapeutika, also wenn MTX nicht wirkt oder nicht vertragen wird und zum Beispiel auch Leflunomid nicht funktioniert hat, ist man bei den neuartigen Medikamenten. Das sind sogenannte Biologika oder JAK-Inhibitoren. Sie werden meist kombiniert mit Methotrexat, außer Methotrexat wird nicht vertragen. Biologika sind gentechnisch hergestellte Antikörper gegen Botenstoffe des Immunsystems. JAK-Inhibitoren wiederum hemmen die Signalübertragung im Immunsystem, sind konventionell hergestellte Medikamente. Beide greifen ganz gezielt in das Immunsystem ein, hemmen die chronische Entzündung bei rheumatoider Arthritis. Sie sind normalerweise beide sehr gut verträglich. Zusätzlich zur direkten Therapie der rheumatoiden Arthritis selbst können die Patienten und Ärzte einiges tun, um die Lebensqualität und auch die Lebensdauer zu verbessern. Zuerst ist es wichtig, kardiovaskuläre Risikofaktoren zu minimieren, weil, wie ich erklärt habe, die rheumatoide Arthritis ein Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall ist. Das heißt, andere Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterinerhöhung und Rauchen sollten möglichst eliminiert werden. Das heißt, ideal ist zu versuchen, ein normales Gewicht anzustreben, nicht zu rauchen, kein erhöhtes Cholesterin zu haben und einen eventuell erhöhten Blutdruck gut zu therapieren, sodass er im Normalbereich ist. Es ist sinnvoll, auf eine ausgewogene, kalziumreiche und hochwertige Ernährung zu achten mit hochwertigen pflanzlichen Fetten und möglichst wenig Fleisch. Regelmäßige Bewegung, Kraft und Ausdauer ist auf jeden Fall sinnvoll, gerade auch um die Gelenke zu schützen. Ein gut muskelgeführtes Gelenk ist immer besser in Schuss als ein Gelenk mit sehr wenig Muskulatur. Viele Patienten leiden an Depressionen, wenn sie chronische Erkrankungen wie die rheumatoide Arthritis haben. Auch da sollte man den Patienten helfen, zum Beispiel mit Psychotherapie. Eventuell haben die Patienten Vitamin D-Mangel, das sollte ausgeglichen werden. Und wegen der Infektionsneigung durch die Medikamente und durch die Erkrankung selbst ist es sinnvoll, wenn die Patienten geimpft werden gegen Pneumokokken, Gürtelrose, Grippe und natürlich Covid-19. Damit sind wir schon durch. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.